Aber sind wir auch. Oh, guck mal hier. Guck mal. Ui. Und Smolly war wieder sehr, sehr fleißig. Ja, der ist immer so fleißig. Find ich. Das sieht aber auch schön aus, der Garten, ne? Ja. So, Mirabelle steht wo hier rum? Da, bei Merlin. Noch ja. Besser. Ja, wunderbar. Haben wir sie direkt zusammen. Tada! Oh, ich bin so froh, dass du hier bist. Die sehen toll aus. Fast so gut wie die von meiner Mama. Aber es gibt nur einen Weg, um sicher zu gehen. Wir müssen sie probieren. Na, dann hau weg. Delicioso. Tut mir leid, ich konnte nicht widerstehen. Ich habe fast den ganzen Teller leer gegessen. Du musst das Rezept gefunden haben. Seitdem ich sie probiert habe, kehrt meine Erinnerung an sie zurück. Eigentlich war es ziemlich einfach. Nur Weizen, Milch, Eier und Käse. Tausend Dank. Ich hätte es nie ohne dich herausgefunden können. Sie hyperaktiv? Oh. Ich bin mir sicher, dass du dich gut schlagen würdest. Um ehrlich zu sein, hat Remy mir geholfen. Um ehrlich zu sein, hat Remy mir geholfen. Okay, aber du hast sie selbst gemacht. Ja, das stimmt. Weißt du, was wir machen sollten? Mehr Bunuelos, die wir an die Dorfbewohner verteilen können. Wie zum Beispiel für Mickey, Herr Duck und Goofy. Sie bleiben während des Vergessens zurück. Sie blieben während des Vergessens zurück. Sie können sicher ein paar gute, wohlige, hausgemachte Bunuelos gebrauchen. Ich werde jedem einen Teller bringen. Natürlich werde ich das. Bis bald. Okay. Tschüss. Bye. Oh, wenigstens ist er zu Hause. Oh, Hallöchen. Du kommst ein bisschen spät. Eine Steinplatte bedeckt mit Schnitzereien. Oder eher Runen, wie es scheint. Ariel hat es nahe an einer Tür in einer Höhle in der Nähe vom schillernden Strand gefunden. Weißt du, was es ist? Nun, es ist wahrscheinlich eine Art Schlüssel. Aber was sich hinter der Tür befinden könnte, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Weißt du, ich habe schon immer gedacht, dass schon lange vor uns Leute auf dieser Insel gelebt haben. Dreamlight Valley ist alt, Andrena, sehr alt. Noch älter als du? Das kann nicht sein. Leute, wer waren die? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wer die Leute waren. Aber diese Runen müssen ihre Sprache gewesen sein. Ich habe sie bereits an verschiedenen Stellen im Dorf gesehen. Aber ich habe gerade erst damit begonnen, ihre Bedeutung zu entschlüsseln. Mal sehen. Lass dir Zeit. Aha, ich glaube, ich weiß, was hier steht. Die Leute, die diese Tür gebaut haben, wollten sichergehen, dass niemand allein hindurchgehen kann. Du wirst etwas von anderen Dorfbewohnern brauchen, um hineinzukommen. Geräte, etwas Magisches, wir können versuchen, alle zusammenzudrücken. Schieben? Nein. Ich fürchte, wir würden uns dabei nur den Rücken verrenken. Hey. Anscheinend vertrauten die Leute, die diese Runen schrieben, ausschließlich auf Gefühle und die Macht von Geschichten. Um die Tür zu öffnen, musst du diese Steinplatte verzaubern, indem du sie mit feuriger Leidenschaft, schäumender Wut, vollkommener Freude und überschwänglicher Begeisterung füllst. Also, wenn ich jetzt mal so, ne, feurige Leidenschaft... ist Mirabelle. Schäumende Wut ist Donald. Vollkommene Freude ist Mickey. Und überschwängliche Begeisterung ist Goofy. Ja. Würde ich jetzt mal so sagen. Überschwängliche Goofy, Begeisterung könnte für mich Wally zum Beispiel, aber wahrscheinlich ist er nicht gemeint, ja. Aber ist er überschwänglich? Naja, der freut sich ja immer wie Bolle. Stimmt aber auch. Könnte auch Wally sein. Ja, aber ich denke schon, dass es Goofy ist. Finde einfach 4 Dorfbewohner und lasse die Steinplatte halten, während sie jede Emotion fühlen. Mhm. Klingt, als hätte ich eine Menge Arbeit vor mir.
Ja. Vielleicht kann Ariel dir dabei helfen, herauszufinden, welche Dorfbewohner am besten die Emotionen verkörpern, die du suchst. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Hm. Sprich mit Ariel und ja. Koch Buenuelos. Achso, ja gut, das... Warte, doch da. Die noch da oben? Ja. Mhm. Noch ja. Ja, noch ja. Alohomora. Vaya con Dios. Vaya con Dios. Auch eine Nachtdorne, ja. Mhm. Ja, ich würde die gerne. Oh, was ist das? Das Turmalin, ne? Ja, das ist wohl. Ja. Ich glaube, das nehme ich mit. Ach, Menno. Ja, warum nicht? Ja, ich glaube, das muss ich mitnehmen. Miki wollten wir auch machen, ne? Ja, was ist der denn? Ich weiß gar nicht, was ist denn der nochmal? Der kurz vor 10. Was? Nein, ach so, du wolltest den. Achso. Ja, dann nimm den doch mit. Ja, natürlich. Gerade hier, wo man sowieso nicht... Vergiss es im Leben nicht. Oh. Ey, hier machst du wirklich Spießruten laufen, ne? Ja, ist so. Um die ganzen Eisdinger drum. Ja, wenn ich die weggemacht hätte und. Ja, um euch kümmere ich mich auch irgendwann nochmal. So, ich brauche jetzt aber Ariel erstmal. Mhm. Ach, da unten. Ja, da war die nicht hier. Guck mal, auf unserem Beet ist nämlich schon so ein Ding hier gewachsen. So ein Riesenteil. Krass. Ja, ja. Wer singt da? Ariel. Ariel ist das? Ja. Ach. So, möchtest du dies weitergeben? Hallo. Konnte Merlin helfen? Er hat gesagt, dass diese Art ein Schlüssel ist, mit dem wir die Tür öffnen können. Aber zuerst müssen wir sie mit Emotionen verzaubern. Feurige Leidenschaft, schäumende Wut, vollkommene Freude und überschwängliche Begeisterung. Vollkommene Freude. Oh, damit kann ich helfen. Du bist eine wunderbare Freundin. Schließlich hast du mich von einer einsamen Insel gerettet. Wenn ich an dich denke, empfinde ich immer Freude. Warte, ich fühle, dass die Magie anfängt zu wirken. Oh. Du hast es geschafft, Ariel. Da sind es nur noch 3. Die Freude war weder Wolli noch... Also du? Nein, Ariel. Ach, sie selber. Ach so, ja, natürlich. Ja. Ich weiß genau, mit wem ich über feurige Leidenschaft sprechen kann. Remy. Ja, stimmt. Niemand ist so leidenschaftlich beim Essen wie er. Ja, das stimmt. Auf Wiedersehen. Und Remy gibt mich dann an den Nächsten weiter, oder was? Ja, vielleicht. Also Remy ist dann das zuständig. Aber ist merkwürdig, oder? Ein bisschen? Naja, feurige Leidenschaft. Hi, Wolli. Oh. Guck, er zittert. Wie geht's? Da, siehst du, das ist doch Freude. Auch, ja. Ne? Es ist schön, dich glücklich zu sehen. Guck mal. Ach Gott, der ist so süß. Er zittert. Du zeigst in die Richtung einiger Pflanzen. Hast du versucht, sie zu ernten und viel mehr als sonst bekommen? Tada! Ja, das passiert manchmal. Ich denke, es hängt alles vom Glück ab. Oh Gott, der ist so süß, echt. Er freut sich. Hi, Stitch. Ja. Hallo. Hakota. Du siehst besorgt aus. Stitch braucht neuen Weg.
Stand auf Bösometer zu verbessern. Andrina, hast du Idee? Hilf einer älteren Person, die Straße zu überqueren. Gib jemandem Eiscreme. Toll. Ja, gute Idee, um gut zu sein. Welche Geschmacksrichtung? Schokolade. Okay, Lilo liebt Schokolade. Wer ist Lilo? Ich habe nicht noch eine Ahnung. Okay. Ich werde Schokolade als für alle holen. Der Ratschlag von Andrina ist gut. Ist gut, danke. Gerne. So, tschüss. Immer wieder gerne, immer wieder sonntags. Naja, du musst sowieso diese Bonoritos machen, da kannst du direkt hier. Hey, du bist es! Oh, hey, Andrina, was gibt's? Lass uns über deine Leidenschaft fürs Kochen sprechen. Du würdest mir sehr helfen. Natürlich, Andrina, ich liebe es, über Essen zu sprechen. Nun, wie du vielleicht schon bemerkt hast, bin ich eine Ratte. Und Ratten sind normalerweise keine Köche oder interessiert an gehobener Küche. Aber als ich zum ersten Mal wirklich gutes Essen probierte, war ich sofort begeistert. Und als ich dann meine ersten Zutaten kombinierte, der Nervenkitzel der Entdeckung, die Kunst, Aromen zu kombinieren, um etwas Neues zu erstellen. Ich wusste, dass ich meine Berufung gefunden hatte. Und jetzt habe ich jedes Mal wieder dieses Gefühl, wenn ich koche. Ich kann dir sagen, dass es wirklich großartig ist. Du hast es geschafft. Du hast die Steinplatte mit feuriger Leidenschaft verzaubert. Jetzt muss ich jemanden finden, der bereit ist, über Begeisterung zu sprechen. Dann musst du unbedingt mit Vienna sprechen. Sie kam neulich in mein Restaurant und redete wie ein Wasserfall davon, wie viel Spaß sie am Segeln hat. Mit Vienna sprechen. Alles klar, danke. Wir sind ein gutes Team. So, weißt du noch, was da war? Käse war auf jeden Fall, ne? Ja. Und ich muss dreimal haben, richtig? Zweimal, oder? Dreimal? Oh. Drei. Okay. Also da kam rein Eier. Also Weizen. Was noch? Weizen, Eier, Mehl und. Nee, Weizen, Eier, Mehl kann ja nicht sein. Weizen, Eier, Milch. Mal Milch. Und Käse. Ein teures Vergnügen, ey. Eier, Milch. Nee, Weizen. Eier auch? Ich weiß es nicht. Also Weizen weiß ich. Käse. Drei Zutaten waren das Grund. Ja, guck da einfach nach, du hast das Rezept doch. Ja, aber den hätte ich jetzt gerne vorher eingekauft. Da, Milch. Milch, Eier, Käse und Weizen. Ja. Da haben wir doch alles. Sehr schön. Tada! Da müsste man einen bis zu 5 oder so machen, gleichzeitig ja. Machen können. Also nicht 20, 30, das wäre doof, aber da müsste einer, dass er irgendwie so, ne? Ich gebe diesem Dorf 5 Sterne. Ich gebe diesem Dorf 5 Sterne. 5 Sterne. So, dann gehen wir hier einmal zwischendurch. Vielleicht sehen wir hier noch die eine oder andere Nachtdorne oder Kiste. Ja. Ich glaube, wir haben nämlich noch nicht alle Kisten gefunden. Nein, glaube ich auch nicht. Für den heutigen Tag. Aber eine Nachtdorne habe ich gefunden. Hallo Stitch. Ah, er packt seine Ukulele aus. Ja, ich bin weg. Er macht das gar nicht schlecht. Das stimmt. Das stimmt, da hast du recht. Ja. Da hier hinten waren wir eigentlich schon, ne? Mhm. So, wir wollten jetzt zu Mirabelle, nee. Zu Vienna.
Ah ja, zu Vajana wollten wir. Warte, da muss ich die richtige Quest anmachen. Ach, ist doch schon eine. Mhm. Die war da, ist die da unten irgendwo? Ja, wahrscheinlich. Ne? Ja. Wahrscheinlich, ich denke auch. Ach komm, wir laufen zu Fuß. Das bisschen schaffen wir. Locker. Das ist ja auch nicht weit, ne? Wir waren ja hier schon öfter mal am Strand spazieren. Hier ist Ariel. Vajana ist zu Hause. Aber wir können ja mal nach Fische gucken, ne? Ja. Wir können ja mal wieder nach Fische gucken. Das ist auch noch nicht ausgebaut komplett. Nein, das ist alles noch nicht ausgebaut. Das ist echt. Wir brauchen da noch ein paar. Oh, guck mal, da Seezunge sogar. Ja. Aus dem Meer, frisch. Oh, guck mal, Aquamarin. Das ist doch einer, oder? Ja. Ja, ich glaube, davon haben wir nicht so viele. Oder welcher war das, wo wir nicht so viele von hatten? Ich weiß es nicht mehr. Ich hätte mal keine Lust, mir die ganzen Leute wieder ranzuziehen. Ne? Das ist so dass der Punkt, mir die richtigen Leute zu suchen, die mit mir jetzt hacken oder... Ach so, ne? Ja. Okay, obwohl, du müsstest Miki, ne? Leveln. Also. Miki sammelt. Ja. Hallo. Hey, Andrina, wofür ist diese Steinplatte? Nun, ich habe eine etwas seltsame Frage an dich. Sicher, was gibt es? Ich möchte, dass du die Steinplatte festhältst und mir erzählst, wie du dich fühlst, wenn du auf dem Ozean segelst. Na gut, das ist ein bisschen seltsam, aber ich rede immer gern über das Segeln. Wenn ich auf dem Meer bin, mit der salzigen Luft um mich herum und dem Wind in den Segeln und auf dem Horizont zusteuere, dann weiß ich, dass ich dort zu Hause bin. Ja! Das ist das schönste Gefühl der Welt. So wie du es beschreibst, klingt es wirklich toll. Ich will auch segeln. Hey! Ich bin mir sicher, dass es dir gefallen wird. Hey, die Steinplatte, die du mir gegeben hast, sie fängt an zu leuchten. Heißt das, ich war eine Hilfe? Ja, es hat geklappt. Jetzt muss ich nur noch jemanden finden, der schäumende Wut hat. Schäumende Wut. Nun, oh. Ursula wird ziemlich wütend, wenn man Ariel in ihrer Gegenwart erwähnt. Ursula? Das ist eine großartige Idee. Ist witzig, wir lagen komplett falsch. Wir, ne? Lagen komplett falsch, aber wirklich komplett. Komplett. Mit jedem Einzelnen. Ja. Echt ein Ding. Mit jedem Einzelnen. Ja, aber richtig falsch. Was? Ding, oder? Mhm. Das wird schwieriger, glaube ich. Hallo. Ah, Andrina. Was führt dich her, Fischlein? Ich brauche deine Hilfe mit einem Zauber. Faszinierend. Natürlich weißt du, dass du nichts umsonst bekommst. Du musst etwas im Gegenzug anbieten. Das ist keine große Sache. Ariel und ich, wir brauchen nur... Hui, sprich den Namen dieses kleinen albernen Dummchens nicht in meiner Gegenwart aus. Ich bin es leid, ihren roten Haarschopf zu sehen und diese blökende Sirenenstimme im Dorf zu hören. Die Steinplatte, die Runen leuchten. Du hast sie mit schäumender Wut gefüllt. Wütend? Ich? Mach dich nicht lächerlich. Moment mal, warum habe ich das Gefühl, dass du mich gerade ausgetrickst hast? Weil ich es das getan habe. Und tschüss. Oh, das wirst du bereuen, Andrina. Das verspreche ich dir. Auf Wiedersehen, ja, ja. Liebes. Auf Wiedersehen, Liebes. Dein Ernst? Ein bisschen schizophren, die Gute, aber sonst... So, und jetzt bin heraus, wo du die Steinplatte in der mysteriösen Grotte platzieren kannst. Ist das jetzt die Grotte hier oder was? Da? Das ist eine gute Frage, welche das ist. Das kann ja im Prinzip nur die sein, oder? Die andere Höhle war ja die, wo wir Ursula befreit haben. Die kann es ja nicht sein, oder? Nee, das glaube ich auch nicht. Aber waren wir nicht letztens mit Stitch hier unten? Das weiß ich gar nicht mehr.
Ja, ich glaube. Tür. Da. Ah. Interagieren. Aufheben. Das kommt in den vergessenen Wald. Was war das denn jetzt? Ein Kristall. Das war da. Mystische Kristall. Ja. Pass auf, da ist Wetten, ich wette mit dir, das kommt im vergessenen Wald da bei den, weißt du, bei dieser Picknick-Ecke da. Ach, wo ein Ding schon draufsteht, meinst ja, du? Ja, ich glaube schon. Also ja, ich könnte es mir vorstellen. Das könnte sein. Da steht ja schon ein so ein. Ja, ja. Möglich wär's. Hallo. Sie haben sich so viel Mühe gegeben, um einen kleinen Kristall wie diesen zu verstecken. Mhm. Weißt du, das ist komisch. Er sieht genauso aus wie der Kristall auf einigen der Artefakte, die ich auf der einsamen Insel gefunden habe. All dieses Zeug muss von den Leuten stammen, die hier vor langer Zeit gelebt haben, vor der Zeit des Vergessens, als noch keiner von uns im Tal war. Ich bin so froh, dass wir das gemeinsam herausgefunden haben, Andrina. Es kann unser kleines Geheimnis sein. Du bist eine wahre Freundin, Ariel. Ich freue mich schon auf unser nächstes Abenteuer. Wenn du das nächste Mal eine merkwürdige Tür findest, bitte stattdessen Goofy um Hilfe, okay? Hä? Ja, Mitte? Ich weiß ja nicht. Ja, aber was haben wir denn jetzt rausgefunden? Gar nichts. Also, ich habe deine wahre Freundin. Das Gleiche über dich gedacht. Ich möchte, dass du das hier bekommst, um dir für alles zu danken. Ich weiß einfach, dass du darin umwerfend aussehen wirst, wenn wir zu unserem nächsten Abenteuer aufbrechen. Ich krieg das Kleid. Der Anzug ist ja cool. Der Anzug ist ja cool. Du meine Güte, sieh dir die Runen auf den Artefakten an, die ich von der einsamen Insel mitgebracht habe. Sie fangen an zu leuchten. Ich freue mich so. Vollständig, okay. Ja, sie haben wir durch. Ich glaube, wir müssen das irgendwo hinstellen. Was auch immer das ist. Warte. Das gehört bestimmt zusammen. Unter was? Kleidern oder was? Das ist eine gute Frage. Kostüme vielleicht. Aber hier ist auf jeden Fall das Kleid von ihr. Ja. Das sieht aber auch schön aus, ne? Ja. Guck mal unter Ente? Kostüme. Vielleicht. Ui. Oh wow, der sieht gut aus. Ja, schick. Muss ich ja sagen. Der sieht gut aus. Aber. Ne? Okay, also haben wir Ariel jetzt auch fertig. Guck mal, Aufgaben. Schön, es sind immer noch so viele. Ja, aber so viele sind es nicht mehr, ne? Das gut, sind eigentlich nur noch hier. Guck mal, Mickey, den brauchen wir ja noch. Wie weit haben wir? Können wir jetzt nicht machen. Also, was haben wir denn mit Mickey? Was haben wir denn bei Mickey noch offen? Kirschen möchte er, rotes Gänseblümchen und gegrillten Fisch. Na, guck mal, der ist schon kurz vor 10. Ja, dann mach mal. Also gegrillter Fisch als Hauptspeise. Oder ich nehme ihn einfach mit. Ja, das kannst du auch. Ein bisschen was machen da und dann sollte ich mir jetzt ziehen, die mir jetzt in den... Was war er, Buddeln? Warte mal, war er Buddeln? Ich weiß es nicht.
Weil wir den noch nicht so oft benutzt haben. Doch, den hatten wir zum Buddeln. Also, dann müsste ich ihm lieber doch verschenken, weil zum Buddeln will ich jetzt nicht, ne? Gegrillter Fisch als Hauptspeise, ich weiß nicht. Ich guck mal, ob ich das finde, aber... Wir haben gegrillter Fisch. Ja, meine ich auch. Und ist das der normale dann? Ich spring mal schnell nach Hause. Kirschen, das ist ja kein Problem. Das ist ja locker vom Hocker. Ah ne, wir haben hier gar keine Kirschen. Wo waren denn Kirschen? Hier oben, ne? Waren die Kirschen, im Schnee? Ne, oder? Da hinten sind Kirschen. Und diese Bäume endlich zusammenstellen. Ja. Was ich sagen wollte, ist noch nicht gelogen. Oh, hier ist ein orangefarben, ne? Blau mache ich nicht mehr, habe ich keine Lust. Ja, muss ja jetzt auch nicht. Was wolltest du sagen? Geh mir nicht auf den Sack hier. Ich muss mal gucken, was war das, dieses Blümchen? Und du hast mir auch gerade gefehlt, Maui. Mhm. Zander. Yeah, babe. Voll genial. So. Ja. Was war das für ein Blümchen? Ja, weiß ich nicht. Blümchen, das kann ich mir nicht gut merken. Also. Rotes Gänseblümchen. Das ist bei uns am Haus. Kirsche, rotes Gänseblümchen. Oh, schon wieder Knochen. Ach Quatsch, nicht gießen. Die gelbe? Seit wann kriegt man denn gelbe Kisten aus den Pilzen rausgegossen? Oh, das weiß ich nicht. Ich muss noch mal hier hinten einmal lang.